Hallo Leute, willkommen auf. Spano Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und wie ihr hier schon auch sehen könnt, starten wir von Salzburg bis Innsbruck. Beziehungsweise, ich habe diesen Auftrag schon mal gespielt. Das heißt, es könnte sein, dass ich heute mal ein bisschen schneller damit fertig werde, mit der Strecke. Aber ja, gucken wir mal, ne? So, sind irgendwie nur noch 13 Kilometer, deswegen. So, aber ich finde diesen LKW sehr geil, was der hier alles hat, ne? Das ist ja unfassbar. So, okay, fahren wir mal. Ohne auf Pause zu gehen. So, let's go. Ups, ich habe aussehen geblinkt. So. Das hält schon auf 70 gleich. An. Geht gut ab hier. Biege nach rechts ab. So. Rechts halten. Sind auch schon in Innsbruck. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wäre scheiße, wenn nicht. Ist grün? Ich weiß nicht. Ah, Leute, wartet kurz. So, da bin ich wieder. Musste hier kurz mal was machen, leider. So, jetzt fahren wir. So. Zack. Ich mach bald meinen Rollerführerschein-Chat. Hol mir dann auch ein Auto. Also ihr kennt ja wahrscheinlich diese Mikrocars. Und das hole ich mir. Oh. Ja. Dann geht's mehr zu bremsen. Da hole ich mir ein Mikrocar. Ja. Würde mich nämlich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir auch mal vielleicht damit unterstützen könnt. Dass ich mir das auch eventuell tun kann. Nee, das war Spaß. Also, ich verdiene auf jeden Fall gutes Geld ohne YouTube. Ja. Aber ihr könnt mich gerne trotzdem unterstützen, wenn ihr es wollt. Es gibt nämlich bei YouTube jetzt auch aktuell neue Voraussetzungen. Also, man muss jetzt nicht mehr unbedingt 4000 Aufrufe haben, als Watchtime haben und auch nicht mehr 1000 Abonnenten. Sondern du kannst jetzt schon mit 500 Abonnenten und mit 3000 Watchtime oder 10 oder 10 Millionen oder irgendwas anderes an Shorts 10 Millionen oder so haben. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dass ich mich für das Partnerprogramm bewerben kann, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen und auch den Algorithmus stärken bei mir. Ja. Ne, auf jeden Fall. Würde mich das sehr freuen. Trotzdem verdiene ich natürlich gutes Geld. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt mir helfen. Aber mich würde es sehr freuen, wenn ihr dies tun würdet. So, komme ich hier rum? Ja. Denn damit kann ich auch mal einen schon eher finanzieren. Immer geradeaus. So. So, ich muss auch geradeaus. Perfekt. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren auch schreiben, was ihr so verdient. Das würde mich auch interessieren, tatsächlich. So. Ah, doch. Rechts abbiegen. Na, auf jeden Fall mache ich bald meinen Führerschein. Und, ja, sieht man weiter. Ne? Genau. Rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Zack. Biege nach rechts ab. Und nochmal hier rein. So. Und überspringen und bestätigen. So, ich guck mal gleich, ob wir irgendwie noch einen Job kriegen, was jetzt. Ob das irgendwie passt. Keine Ahnung. So. Mann. Äh, 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 äh,
So. Ja, Leute, ich habe aktuell sehr viele Termine. Sehr viele Termine. Kriegt man jetzt nicht so, aber tatsächlich schon. Deswegen musste ich gerade auf meinem Handy was gucken. Aber jetzt passt alles wieder. So. Haben wir hier irgendwas, was unter 900 Euro ist? Wir machen hier einfach 1000, oder? Ist hier irgendwas für 1000, please? Ah, hier. Von Metten. Ja, aber das ist in England. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Komm, wir fahren von Osnabrück nach Hamburg, wo ich hinziehen will. Mit 1,20 und dann passt das. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schätzen, wie alt ich bin. Würde mich interessieren, wie alt ihr mich schätzt. So, World of Truax. Was? World of Truax? Okay. Auf geht's. Auf geht's. Let's go. Licht einmal an. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. PPP. So. Und go, go, go. So. Ich werde das Video, also ich werde hier die Strecke jetzt nicht in diesem Video beenden. Entweder mache ich offscreen weiter oder wir machen eine zweite Folge von dem. So. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich noch meine Ausbildung machen muss und auch noch aktuell in der Schule bin. Also, ich werde so grob schätzen, wie alt ich bin. Hat jetzt irgendwie mal aufgehört zu reden, weil, okay, scheinbar schon. Dritte Ausfahrt, okay. So. Ja, ich schaffe die Kurve. So. 50 darf ich fahren. Kommt der hier aus dem Knick? Ja, passt. Bin jetzt schon im 10. Gang. So. Jetzt gleich 70. Ah. Also 10 km/h weniger darf man mit dem LKW praktisch in der 70er Zone fahren. Okay. Aber geht das auch für Bus? Ich glaube schon, ne? Weil Bus gehört ja auch eigentlich zu einem Lastkraftwagen. Weil da ja auch Last drin ist. Ne? Also ein Bus ist auch schwer, ne? Weil durch die ganzen Gewichte von den Personen und Gepäck praktisch ist es ja auch ein LKW dann im Prinzip. Natürlich, ein LKW hat mehr Gewicht als ein Bus. Es sei denn jetzt, ich sag das jetzt nicht, aber ihr wisst, denke ich, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall. Ja. Ne, es sei denn, es gibt da wirklich ein paar schwere Dinge, die dann den Bus hochgibt. Wer weiß, es gibt ja auch Busse, wo du tatsächlich Fahrräder, also mit Fahrrädern, mit Kinderwagen, mit ein Rollstuhlfahrer. Gibt's ja auch. Was liegt denn da links? Rechts. Demnächst links abbiegen. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Boah, ich glaube, es kommt jetzt kein Auto von vorne. Weil dann habe ich die Ohrschkappe. Biege nach links ab. Oh, bremsen, bremsen, bremsen. Boah. Biep, biep, biep. Boah, ich liebe diesen Zaun, wenn man rückwärts fährt bei einem LKW. Oder bei einem Transporter, ne? Ihr kennt ja vielleicht die Mercedes-Transporter da. Die piepen meistens auch. Zumindest habe ich das bei der Arbeit, wo ich bald arbeiten werde, gehört. Also ich fange ja mit 16 auch an zu arbeiten schon. Ach scheiße, jetzt habe ich gesagt, wie alt ich bin. Nee, also ich fange auf jeden Fall tatsächlich an zu arbeiten mit 16 bei einer Firma. Da bin ich nämlich ab 16 auf 450 Euro Basis verdienen. Ne? Also ja, fange ich bald an. Das heißt, ihr müsstet jetzt wissen, grob wie alt ich bin. Also, ja. Es sei denn, man guckt sich das Video nicht bis zum Ende. Dann nicht. Aber ja. So. Fahren wir hier mal weiter. Wir fahren auch beide auf der Klassenfahrt. Irgendwie nach Sauerland. Da fahren wir irgendwie hin. Ob ich da so Bock drauf habe? Ehrlich gesagt, nicht. Liegt aber auch daran, dass wir eigentlich... Also, wir wollten eigentlich nach Berlin fahren. Lehrerin kriegt das da irgendwie nicht richtig hin, ja. Ne? Also, ja. Hat man halt Pech. Oder beziehungsweise, was ich auch nicht checke, ist, man hat wirklich, was ich echt nicht verstehen kann, in der Corona-Zeit oder vor der Corona-Zeit hatten wir auch keine Klassenfahrt gemacht. Ne? Also,
Ja, wenn man die Lehrerin hat, macht man anscheinend keine Klassenfahrt. So ist es. Nee, also ich finde es echt scheiße. Liegt daran, dass sie einfach nur keinen Bock hat. Das liegt echt daran, weil sie keinen Bock hat, irgendwie. Ja, also. Ja, die Zugfahrt dauert 12 Stunden lang. Ja, und? Junge. Arbeiten ist kein Wunschkonzert, sage ich da nur. Erledigt man mich am Telefon, weil man nach Hausaufgaben macht. Um 15 Uhr und dann schreibt die. Nee, es war 18 Uhr, ja. Kann man ja auch sehen, ne? Also sagt man nur so, Brille. Nichts gegen die Brillen, Leute, aber die ist wirklich manchmal echt hohl in der Birne. Manchmal sagt sie auch Wörter, die gar nicht passen. Also null. Ja. Spricht sie Spanisch? Und die anderen Leute, die aus dem Ausland kommen, dürfen das nicht sprechen so. Also. Oh, wenn die in Rente ist. Damit die anderen Schüler, die da neu kommen, nicht die haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie hier dieses Kack-Video sieht. Naja, so kack ist es ja nicht. Aber auch wenn sie es sieht, ist mir scheißegal. Ich weiß nur, dass sie keine gute Lehrerin ist. Und muss man ganz ehrlich sagen. Lehrerin, nee. Also, ganz ehrlich. Seid froh, dass ihr, wenn ihr gute Lehrerin habt, seid froh, dass ihr die habt. Auch wenn sie manchmal rummeckern. Seid froh, dass sie nur manchmal rummeckern und nicht immer. Sobald man Hausaufgaben vergessen hat oder nicht gemacht hat, beziehungsweise vergessen hat. Nix. Wenn man sie gemacht hat, war nix. Ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ist einfach scheiße. Generell die Schule ist nicht so optimal. Ja, also. Das Schulsystem ist ja auch Banane. Muss man ganz ehrlich sagen. Das Schulsystem ist so Banane. Du brauchst Sachen, die du nie. Oder du lernst Sachen, die du nie wieder brauchst. Wo ich mir dann nur denke, ja, okay. Und wieso lernt man das in diesem in der Schule? In Deutschland kriegt es ja nicht mehr hin, irgendwie ein neues Schulsystem zu machen, sag ich mal. Was auch optimal für später ist. Klar, wir haben einfach für Arbeitslehre, Wirtschaft heißt das. Das ist ein Dings. Ein Fach, was man braucht. Für später. Ne? Also seid froh, wenn ihr auf jeden Fall ein AW-Fach habt in der Schule. Das ist für euch ziemlich gut. Weil ihr dann auch besser in der Schule im Dings sein werdet. Und was ist hier eigentlich schon wieder los? So. Biege nach rechts ab. Ja, mach ich ja. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Wow. Wegen das hier wird ja alles gesperrt. Oh, alles klar. Gut, dass ich hier einfach durchfahren kann. Naja, aber Leute, seid ehrlich zufrieden, wenn ihr gute Lehrerin habt. Ja. Seid damit einfach zufrieden. Und seid glücklich, dass ihr nicht so eine Lehrerin habt wie wir. Ja, man muss auch sagen, sie macht das auch ganz gut, ne? Also, mich hier vorbei. Oh. Boah. Also, sie macht das schon gut, ich sage mal, ne? Erklären tut sie auch gut. Was ich ganz nicht verstehen kann, ist, wir sind in der 9. Klasse und machen dort in einem Blue Line 4, was wir eigentlich in der 8. Klasse hätte fertig machen müssen, machen wir in der 9. Das heißt, all den Stoff, den wir in der 8. Klasse nicht fertig gemacht haben, machen wir in der 9. Wobei wir eigentlich in der 9. Klasse anderen Stoff machen müssen. Also wir lernen im Prinzip nicht alles an Stoff, was wir eigentlich nötig haben. Seht ihr, wie ich meine? Also, es ist im Prinzip einfach alles behindert. Kann man einfach nur so sagen und ist so. Weil, nee. Da verstehe ich die Schulleiterin auch nicht. Ne? Die Schulleiterin ist auch nicht so geil. Und muss man ganz ehrlich sagen, die Schulleiterin sagt, sie ist sehr nett und kinderfreundlich. Pustekuchen. Also, wenn ihr mal die Schule besuchen wollt, geht mal gerne zur Reihenschule Rees. Also, so. Wisst ihr selber, wie die Schule ist.
Am besten ihr verlässt dann diese Schule auch. Weil, also bleibt dort einfach mal, bis ihr wechseln könnt und wechselt dann einfach in eine andere Schule. Schule ist absolut nicht fähig genug und auch nicht, könnt auch mal gerne auf dem Instagram-Account von der Schule gehen, der heißt auch Rheinschule, könnt ihr ja mal gerne sehen, wie die Instagram irgendwas hinkommen, beziehungsweise versuchen hinzubekommen. In Wirklichkeit kriegen die nichts hin. Haben nicht mal, also haben angeblich IT-Leute, wo ich mir denke, ja, wo sitzen die denn? Wer verwaltet die Website? Anscheinend niemand, weil die Website nicht geupdatet wird. Wer entscheidet das und das? Wer führt den Instagram-Account? Wieso ist der Instagram-Account so kacke? Beziehungsweise kommt da was Gutes? Nö. Kommt nur Schmutz? Ja. Deswegen folge ich den Instagram-Account auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Instagram-Account ist, weil es ein guter Lehrer ist, gut. Aber auch nur, weil es ein guter Lehrer ist. Nicht so ein Kacklehrer wie wir, aber ja. Ne, muss man mit leben. Lebt dann nur einmal. Schule abbrechen ist nicht gut. Danach Ausbildung machen und dann Geld verdienen mehr als die Lehrer. Das ist auch. Am besten mehr Geld als Lehrer verdienen und dann kannst du die Besuchung gehen, dann kannst du schön das Geld über die Nase reiben. Sagen, ja, also ich habe mehr erreicht als du. Abgesehen davon, weißt du, was die immer sagen? Ja, also du brauchst einen Abschluss. Du brauchst dies. Du brauchst das. Du brauchst gar nichts. Du musst gar nichts. Du kannst ohne einen Abschluss arbeiten gehen. Beziehungsweise du kannst den Abschluss nachmachen. Du kannst ohne einen Abschluss eine Ausbildung machen. Also, ja. Du brauchst gar keinen Abschluss. Du musst nichts machen. Ne? Also im Prinzip ist es einfach nur Pflicht, in die Schule zu gehen, weil es das Gesetz so sagt. Wenn es das nicht geben würde, dann würde ich auch nicht zur Schule gehen. Ganz ehrlich. Dann würde ich schon arbeiten gehen. Ja, arbeiten ist halt länger, aber du verdienst auch Geld und verplemperst 10 Jahre lang nicht dein Sachen, also wenn ihr versteht, was ich meine, ihr seid ja 10 Jahre lang in der Schule und verdient nichts, kein Cent. Andere Länder werden das nicht verstehen, weil die arbeiten ja schon im frühen Alter. Aber wisst ihr, was ich meine? Also macht euch mal Gedanken drüber. Macht euch einfach mal Gedanken drüber. Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, nö. Ich damit einverstanden. Und ja. Könnte ja auch sein. Ne? So. Könnte ja auch möglich sein. Endlich, wir sind da. So. Ja, also könnte ja auch als möglich sein. Aber okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut euch auch einfach gerne mal dieses Video bis zum Ende an. Einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Star. Ciao, ciao.